Hallo und willkommen zurück zu Horizon Forbidden West. So, da ist ein Langhals, den wir gleich besteigen wollen, damit hier mal die Fläche ein bisschen aufgedeckt wird. Und ansonsten nehmen wir nur ein bisschen von dem Reinholz mit. Müssen nämlich wahrscheinlich wieder ganz, ganz viele Pfeile in der Episode craften. Ich weiß es nicht, ich nehme es einfach mal an. Stein! Nee, den habe ich jetzt nicht aufgehoben, das tut mir aber leid. Ich glaube, wir haben noch genug im Inventar. Ja, vielleicht der Langhals da. Jo, ihr seid diese Spitzensäure irgendwas da im Rücken. Der ist ein Signal. Ich dachte, der Langhals wäre der. Wieso ist der Langhals denn der? Egal. So, dann wollen wir die mal ausschalten. Wir brauchen garantiert die Teile. Irgendwann, irgendwo, in irgendeiner Form. Jetzt beachtet ihr mich. Ja, ich fühle mich beachtet. So, stirb! Auf die Zahnräder. Oh, der ist ja schon down. Oh, das hat dir nicht gefallen, was? Das hat dir nicht gefallen. Nein! In die Fräse. Aha. Und... aha. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, hast du noch was, was... sehr empfindlich ist, außer auf deinem Arsch. Anscheinend nicht. Aber das hat auch gereicht. Blasse Blüte. Das werde ich zu einem Färber geben. Irgendwann mal. So. Was liegt denn hier wieder Legendäres? Ein Stoßzahn. Ist das nicht schön? Und da hinten liegen auch noch zwei. Würde ich jetzt mal vermuten. So, einmal wieder auffüllen. Und rein mit dem Stoßzahn. Schön, dass ich die heute getroffen habe. Ja, sieht doch schön aus. Vor allem dieses goldene Icon mag ich sehr. So, Blümchen, die mich wieder gesund machen. Ah, ich habe tatsächlich jetzt einen Stein aufgenommen. Na, was soll's. Passiert den Besten. So, nochmal. Heilende Pflanze. Heilende Pflanze. Ich weiß, wir sind voll, aber das geht ja direkt wieder ans Lager. Und vor allem, wenn sie hier im Rudel von 6 oder 7 Pflanzen rumstehen, können wir eigentlich alle... aufsammeln. Alter, gibt's ja viele davon. Ist ja der perfekte Ort dafür. Ab ins Lager. Achso, die heilenden Beeren, davon habe ich 230. Gut, man könnte irgendwann sagen, es reicht, aber vielleicht kriegt man halt ja auch nicht voll, so wie ich. So, da blitzt noch was. Da ist ein Schwein. Bringen wir es um oder lassen wir es lieben? Ach, das ist jetzt so weit weggelaufen. Lass mal lieben. Da hat es echt Schwein gehabt. So, das Signal war... ja, da ist der Langhals. Oh, huh. Noch mehr hiervon. Der Langhals, der das Signal sendet. Ja. Boah, so viele heilende Bären. In manchen Gebieten gibt es kaum eine. Und hier hängen sie alle aufeinander. So, das kann ich nicht aufheben, aber hier blitzt doch noch was. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Noch was Legendäres, sehr schön. Waren das überhaupt die zwei, die ich erledigt habe, oder waren das nochmal andere? Der einfach so umgefallen sind. So. Über die Brücke. Irgendwelche Gegner hier? Ich sehe nichts. Na gut. Ich schätze, ich muss auf irgendwas da hoch. Die Frage wäre nur, wie? Wie? Oder Xbox? Ne, wir kommen da irgendwie hoch. Tut mir leid, ich bin gerade voll im Bären-Sammelfieber. Hey, da ist was Unsichtbares. Was bist du denn? Ich muss. Bist du ein Pirscher? Glaub, von dir brauche ich auch Teile. Gib mir deine Teile. Komm schon. Ja, mit dem Teilchen. Au. Ich dachte, du bist tot. Jetzt bist du tot. Minenwerfer. Da ist noch ein Pirscher. Nein! Au, 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 au. So, erstmal probieren wir es mit Mut. Ja. Jetzt müssen wir die Bauteile abschießen. Ach, da hinten wäre auch eine Waffe. Bauteil! Zählt er jetzt als markiert? Komm schon.
Oh! Das hat Schaden gemacht. Das hat Schaden gemacht. Komm schon. Den Skill mag ich auch. Sammle ich natürlich alles ein. So. Ein Glück gibt's hier genügend Bieren. Nee, Steine brauche ich echt nicht. Von mir aus könnten die Steine direkt aus dem Spiel draußen lassen. Damit spiele ich so überhaupt nicht. Finde es auch nicht so leicht, die zu werfen. Wird man die aus der Deckung werfen können? Meinetwegen. So, hier sind die Pirscherwaffen. Ja. Wenn wir dort hinaufkommen, Aloy, das ist die richtige Aussage. Bären. 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 Alter, so viele. Ich fühle mich wie im Paradies. Nein. Was warst du denn? Vielleicht noch so eine Mine von einem Pirscher. Ja, wo ist denn hier der Aufgang? Noch geht mir kein Licht auf, wo ich denn rauf soll. So. Bären, Bären, Bären. Können sich nicht wehren gegen meinen elenden Hunger. So. Das sieht doch ganz in Ordnung aus. Hier ist auch noch eine Vorratskiste. Alles nehmen. Ah, sieht gut aus. Da sollte ich hochkommen. Natürlich kann man da hoch. Da ist sogar ein Lagerfeuer. Einmal schnell speichern. Nicht, dass die Pirscher sich wieder an uns ranpirschern. So, ich wette, wir müssen da eine Weile hochklettern. Was das Runterfallen besonders schmerzhaft macht. Das Runterfallen, wenn wir den Langhals verfehlen. So außergewöhnlich war das doch gar nicht. Wir haben zumindest einen Stachelwerfer gefunden. Ich muss nur einen Weg finden. Ja. Ja, ja, Weg finden. Kann man da rüber gleiten? Oder kann ich die aufschießen? Vielleicht schaffe ich es, zu den Bäumen zu gleiten. Und dann zur Plattform hochzuklettern. Bäume, Bäume. Schaffen wir es da rüber? Die Antwort ist nein. Na also. Ja, na also, das bringt ja nichts hier. Rüber mit dir. Benutze... Ich will da rüber. Ja. Aloy, wir haben ja was gelernt. Komm rüber. Guck da. Ah, scheiße. Aloy. Aloy, Aloy, Aloy. So läuft das hier aber nicht. Aber wenigstens kann man diese Leitern hier runterlassen. Komm schon. Aha. Ein Weg schon mal gespart. So. Bin mir nicht sicher, ob man da gleich noch... Nein! Bleib oben. Komm schon. Nein, Aloy! Aloy! Oh! Das ist hier immer so ein Riesenaufwand, nur wenn man was besteigen will. Hört sich wie meine Datingphase an. Komm schon. So. Aha. Und nur was. Darüber. Und hoch. Komm schon. Das ist ein tolles Ding. Ja, ich habe ein tolles Ding. Wusste ich schon davor. Komm schon, hier einfach hoch. Dann können wir die Leiter runterlassen. Ja, nicht vergessen. Und runter mit dir. Tja. Einmal Zwetschge. Da oben ist noch was Lootbares. Kann ich das einfach abschießen? Ich denke, nein. Ich habe es trotzdem versucht. Tja, und die Kiste wird wohl eine Weile auf uns warten müssen. Ansonsten schätze ich, müssen wir jetzt da hinten hoch. Aber das reicht doch niemals, wenn ich da drüber gleite. Es könnte hoch genug sein, um auf den Langhals zu springen. Aloy! Ich hasse es, durch dieses Zeug zu gehen. Ja, nicht nur du. Ach komm schon, jetzt müssen wir
die Leiter von dem anderen Ding auch noch erwischen. Wir schaffen's, keine Sorge, wir schaffen's. Irgendwann. So, nochmal da hoch. Darüber. Jetzt gehen wir vielleicht hier an der Seite lang. Schön auf den Seilen. So, da geht's rüber, aber warum will ich denn da rüber? Ich wollte doch dahin. Vielleicht muss ich zuerst hier lang. Hui. Hui. Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Warum existieren wir? Okay. War das nur für ein Loot hier? Da ist auch noch Loot. Oder soll ich da ganz nach oben? Ich weiß es doch nicht. Aloy, ich brauche einen schlauen Kommentar. Oder Fall auf die Fresse. Oder Fall auf die Fresse. Ja, da musst du husten. Werd ja auch gleich eins husten. Wenn wir es nicht demnächst mal schaffen. So, ich schätze trotzdem, wir müssen irgendwie da hinten hin. Komm schon. Du bist doch sonst voller schlauer Ideen, Aloy. Ich brauche Hilfe. Was ist denn da oben? Ich könnte sie mit Löschwasser beschießen. Kletterkiefer? Was macht ihr da oben? Und könnt ihr mir sagen, wie ich da hochkomme? Vielleicht doch hier in der... Nicht ins Feuer springen. Das tut doch weh. Ich sehe es echt nicht. Vielleicht komme ich ja vom Langhals darauf und ich muss nur hier raufspringen. Weil der hat ja unten theoretisch Elemente. Und wenn ich von ihm da raufspringe, es wäre natürlich viel leichter oben rauf zu springen. Und da hinten sehe ich jetzt nicht wirklich, wie ich da hinkommen soll. Ihr könnt es ja mal probieren. Probieren geht über studieren. Da ist noch irgendwie eine epische Kiste gewesen. Sehe ich gerade gar nicht mehr. Vielleicht nur ein Anzeigebug. So. Gleich kommt der Langhals auch hier vorbei und wir schaffen das. Weil darüber geht's doch niemals. Die sind erstmal alarmiert. Also mir ja egal. So, wir probieren es jetzt einfach. Hui. Ja. Ich befürchtete sowas. Ich habe sowas befürchtet. Dann schnell hoch, bevor der Langhals kommt. Gleich kriegt man ihn ja tatsächlich von unten. Irgendwie muss das ja zu lösen sein. So. Und rauf mit dir. So, mal schön die Spur vom Langhals tracken. Müsste eigentlich hier gut erreichbar sein. Wie gesagt, ich würde gern darüber kommen oder am besten noch dahin. Ich sehe es gerade einfach nicht. Müssen wir. Sein, wir können das hier irgendwie umschießen, aber selbst das kann ich nicht scannen. Wie soll man denn darüber kommen? Was ist das da unten? Ein Nabelschwein. Hat der große Mischkerl einfach platt getreten. Da ist noch so ein... Okay, das ist das Lagerfeuer. Da kommt man irgendwie hin, aber ich komme ja nicht mal auf die Ebene, um das zu erreichen. Muss vielleicht doch vom Langhals aus passieren. Also, dass man irgendwie zuerst auf seinen unteren Rücken gehen und dann irgendwie eine andere Plattform erreichen. Das wäre jetzt zumindest mal mein Vorschlag. Weil ich glaube, man kann nicht von unten ganz nach oben klettern. Zumindest bei dem Exemplar nicht. Der ist schon noch ein bisschen hoch für uns. Na, da können wir uns erstmal festhalten. Ja! Dem Langhals scheinen ein paar Teile zu fehlen. Ich kann nicht bis ganz oben klettern. Ich muss eine Plattform finden, hoch genug, um direkt den Kopf zu erreichen. Ja, wir arbeiten dran, Aloy. Wir arbeiten dran. Wir können ja die erstmal ausschalten. Dann stören sie uns später nicht.
Ich glaube auch dran. Oh, nachcraften. Jo. Jo, das machst du gut. Das machst du gut da unten. Meine Waffen können dem Ding nichts anhaben. Können wir da hoch? Das wäre die richtige Höhe für uns. Wieso können meine Waffen dem Ding nichts anhaben? Komm schon. Ich glaube, wir müssen noch mal rumlaufen. Das tut mir jetzt leid. Ich habe die Plattform einfach nicht gesehen. So viel zu einfach angreifen. Komm schon. Boah. Das sieht doch halbwegs... Ah, da komme ich nicht rüber. Glaube ich zumindest. Ich bin noch im Kampf. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass ich noch im Kampf bin. Ich sehe sie leider nicht. Schön das Feuer löschen, Aloy. Komm mal irgendwie darüber. Das wäre ja... Die müssen direkt auf den Kopf. Also, die Langhälse sind deutlich rätseliger als im ersten Teil. Müssen wir halt noch eine... Runde, eine Ehrenrunde drehen. Ein Klumpen voller Grünglanz. Boah, da ist die Langhaltspur. Wenn ich das einsammle, ist er halt wieder weg. Bäume so hoch wie Türme. Hier sitzt der Wächter. Was für Wächter? Jo, da ist noch ein mittleres Vorratslager. Ist das nicht schön? Von mir aus könnte das Teil mal ein bisschen schneller rumwatscheln. So, da war man definitiv am Anfang. Wäre jetzt die Frage, müssen wir nach links? Aloy, mach keinen Scheiß. Darauf. Dann kann man nämlich über die Seile gehen. Danke fürs Mitnehmen, Kumpel. Jetzt muss ich weiter hoch. Ja, ich arbeite dran. Ich arbeite dran, Aloy. Vielleicht da hinten, das wäre eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, verkack's nicht. Verkack's nicht. Keine Helf-Items mehr. Super. So viel zu nicht verkacken. Ich muss vorsichtig sein. Aloy! Oh, da wäre eine Leiter gewesen. Okay, beim nächsten Mal schaffen wir es. Bei der nächsten Umdrehung. Derweil sammle ich Hilf-Items. Boah, tut mir leid, dass ich so scheiße bin. Das tut mir jetzt echt leid. Hauptsächlich für mich. Und auch für ihr, die ihr meinen Struggle hier miterlebt. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr habt mich doch stets bemüht. Ein Vorrat für die Jagd. Vorrat für die Jagd, du mich auch. So. Wenigstens sind genügend Bieren hier, damit ich das aushalte. Und mir die Zeit vertreiben kann. So, wieder voll. Aber wir haben einen Weg gefunden. Der muss jetzt nur noch funktionieren. So. Das Problem ist, ich muss schnell hier rüber und dann die Plattform erwischen. Ja. Irgendwie sowas. Na, ansonsten hat man da keine Treppen. Also da vorne hat man eine gehabt. Die wäre ziemlich praktisch gewesen. Die klappt man auf jeden Fall runter. Auf die Gefahr hin, dass wir eventuell noch eine Umdrehung warten müssen. Aber besser als zwei. Da kommt der ja schon angewatschelt. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich bin fast überzeugt, dass wir das schaffen. Weiß nicht bei wie viel Anläufen, aber... Irgendwann.
Wäre echt gut, wenn es einen nächsten Teil gibt, dass man so ein Jetpack bekommt. Nicht einfach nur ein Gleitschirm, sondern auch was bisschen nach oben kann. Schade, dass ich hier auch mit meinem Seilwerfer nicht mich nach oben ziehen kann. Das wäre auch praktisch. Würde ich zumindest als praktisch erachten. So, Anpeilung stimmt und... Jetzt schön geleitet. Immer noch nicht hoch genug. Ja. Ich arbeite dran. So. So, die Treppe müssen wir machen. Die Leiter. Machen wir ein bisschen schneller hier. So, Nummer 1. Eloy. Mach mich hier nicht arm. Du musst schon springen. Ja, da ist er wieder weg. So langsam läuft er also doch nicht. Aber wir müssen da oben hoch. Nur wenn wir das hier schaffen, reicht es auch noch nicht. So. Ich hasse es. Ich hasse alles gerade hier ran. Aber die Treppe, Hammer. Die Treppe, Hammer gerade. Oh, ich bin doch so scheiße. Ich bin doch einfach so scheiße. Naja, das haben sie ja gemacht, dass man es nicht schafft. Das haben sie ja extra so gemacht, dass man es gar nicht schaffen kann. Da kommen nur die Pro-Players hin. Das sieht aber dann düster aus für mich. So. Nach all den Stunden immer noch so scheiße zu sein. Ja, Aloy. Das... Aloy? I'm not amused. Komm schon. Ja, hast mal was geschafft. Ich hab mal es geschafft, wieder hier rauf zu gehen. So, und jetzt vielleicht nur antippen. Ja, antippen hilft. Wenn sie richtig rumgedreht ist. Leiter! Oh mein Gott. Ich fühle mich auch nicht alleine hier. Hoch mit uns. Das ist ja so ein Seilwerfer. So. Wir nehmen halt das Ding hier. Nein, Eloy. Glaubt, die sind gegen Löschwasser allergisch. Komm schon. Boah. Seid ihr Ärsche. Kannst du nicht runterfallen? Au. Komm schon. Mut. Mut zur Lücke. Zu irgendeiner. Ja, ja. Ja, ja. Gut ausgewählt haben wir das. Komm schon, der ist fast down. Wie ist das passiert? Komm schon, Bauteilsprengung. Yes. Yes, Sir. Nein, der Langhals ist hinter mir. Ich muss doch noch hoch. Wo war ich? Ich wollte weiter nach oben. Ja. Ich muss auf den Langhals hinauf. Sag bloß, was sind das denn für Pfeile? Komm schon. Da wäre ich vielleicht raufgekommen. Hier muss doch etwas sein, mit dem ich höher hinaufklettern kann. Ein Schrottseil? Also alles Schrott hier. So, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Ja, sehr gut. Da kommen wir doch nach oben. Klitschnass. Dank diesem Sturm. Feucht bis unten hin. Nein, ich muss doch höher. Ah, vielleicht da oben. Ich will hier nicht unbedingt runter. Ich fühle mich hier ganz wohl. Naja, bleibt uns keine andere Wahl. Wo führst du hin? Hier rüber, das sehen wir ja schon. Und da kommen wir noch höher. Lass mal los.
Das nehmen wir mit. Aha. Und ich glaub's ja nicht, eine Leiter. Ha, wir machen Fortschritte. Ich wusste nicht, dass das hier so ein Unterfangen wird, den da zu besteigen. Komm schon. Okay. Hoch mit dir. Hier sollte ich eine Stelle finden, um auf den Langhals zu springen. Hier oder da drüben? Der muss erstmal wieder rumwatscheln. Ach, da ist er erst. Wo ist deine Spur da unten? Ah, das müsste dann doch einfach hier gehen. Glaub, wir haben's, Jungs. So, jetzt müssen wir nochmal warten. Einfach nochmal warten. Schön wäre, wenn ich hier... gar nicht die Maschinen angesehen. Kann ich nicht alles markieren auf einmal? Ist egal. So, ja, das Treibhaus und was war hier? Rennbahn. Muss nicht. Haben wir nicht noch eine AI? Brutstätte brauchen wir gerade auch nicht. Da oben verpeilt was aufzudecken. Egal. Im Inventar geht er ja nicht weiter, der nette Langhals. Können wir ihm einfach ein bisschen zusehen, wie er so langsam vor sich hinschlurft. Ja, spring auf den Langhals, du mich auch. Wie viel Zeit ich schon verballert habe, nur um darauf klettern zu können. Da oben wäre es natürlich ganz ideal, aber wo war der Weg? Hier war der Weg. Das muss doch jetzt einfach reichen. Gibt es da drüben noch was arg Interessantes? Großzügiges Vorratslager. Und ein altes Fass und ein mittleres Vorratslager. So. Der mit Spannung erwartete Langhals kommt jetzt nochmal rum. Ah, der ist doch... Ne? Wenn es noch ein bisschen bergab geht für ihn, der Weg, dann kommt er tatsächlich von... Nein. Runter mit dir. Du bist noch zu hoch. Schon. Ja, das passt. Oh. Ja. Ich schon glaub's besser. Ja nicht. Alles wird gut. Schon fast geschafft. Ja, ganz ruhig. Hey, da wäre eine Klippe gewesen. Wäre das nicht viel einfacher gewesen von da oben? Hätte ich ja nicht mal was bauen müssen. Sehr schön, alles gescannt. Gut, ich hab die Daten. Nein, ich wollte doch dahin. Aha. Nein! Boah! Dankeschön. Hab ich das noch gerade so erreicht. Meine Fresse war das. War ich kacke hier drin. Aber geschafft ist geschafft. Das kann mir keiner mehr nehmen. Blutspitze. Feuerkletterkiefer-Areal. Wunderbar. So, ich habe gesagt, wir müssen eigentlich Quests abgeben. Dann gehen wir mal zum Lagerfeuer, vielleicht zu dem. Und hier oben müssen wir Quests abgeben. Okay, dann kann die markiert bleiben. Oh nee, jetzt ist das Lagerfeuer, das ich mir ausgewählt habe, da oben. Dann versuchen wir nur rüber zu gehen. Also will mich da schon wieder angreifen. Hui. Oh, da ist auch ein unbekannter Rebellenaußenposten. Den können wir eventuell noch mitnehmen. Eloy, einfach nach oben. Einfach nach oben. Hui. Hätte man echt nicht von hier runterspringen können? Scannt ihr ruhig. Nein, scannt mich nicht. Muss ich wieder eine Maske aufsetzen. So. Hoch mit uns. Ja. Ja, wir machen das sehr gut. Auf zum Rebellenaußenposten. Die kriegen jetzt aufs Maul. Muss irgendwie meinen Frust ablassen. Oh. Wo am besten lang? Hier, oder?
Es geht jetzt hauptsächlich nach unten. Das gefällt mir nicht. Wir müssen doch hoch. Aber wie schafft man das? Nein, Aloy. Benimm dich. Benimm dich. Aloy. Aloy. Nicht meine Episode. Das wird eine Narbe geben. Ja. Vor allem eine emotionale. So. Frust rauslassen. Ah, oh, nicht mal gutes Fell oder Knochen oder was auch immer du hast. So, wir suchen uns jetzt einen einfachen Aufstieg. Der sieht so aus, als ob wir da ganz raufkommen. Ich verspreche aber nichts mehr in der Episode. Du sollst nach rechts. Ich drück D. D für Kante. Und hoch. Nur Mut. Ja, das sieht aus wie der Gipfel. So nah dran. Nimm die Blüten auch noch mit, so gut läuft das gerade. Da ist ein Unterschlupf. Vielleicht decken wir den zuerst auf. Wenn der hier oben ist, ist es nämlich eine schöne Schnellreiseposition. Wenn er ganz da oben ist, dann müssen wir nochmal klettern. Und das gelingt mir gerade nicht so gut. Ach, scheiße. Der ist ganz da oben. Wir schaffen's, wir schaffen's. Irgendwie. Aloy, lass mal los. Ein Unterschlupf. Ich glaube, der zielt schon, als er entdeckt. Hui, hui. Ah, nichtsdestotrotz können wir hier noch hoch. Komm schon. Was hindert dich jetzt am Hochklettern? Ja. Gut stellst dich an, Mädel. Geh doch einfach hoch. Unterschlupf. Yay. Unterschlupf. Und Zeit vergehen lassen. Nein, Zeit vergehen lassen. Zeit weg. Diese scheiß Trigger. Ich habe auf jeden Fall schon mal zwei Verbesserungsvorschläge fürs nächste Spiel. Zeit vergehen lassen. Bis zu morgen. Nicht schon wieder in der Nacht irgendwas hier ausschalten wollen. Hey, und das Rebellenlager ist hier direkt vor uns. Ist das nicht schön? So, einmal verlassen. Ja, nicht aufs Feuer zugehen. Einmal alle Kategorien auffüllen. Und können wir noch was craften? Waffen oder so. Outfit-Upgrades kann ich gerade nicht machen. Waffen-Upgrades. Ja, für Sachen, die nicht ausgerüstet gehen, sind, wird das funktionieren. Ah, Trankbeutel. Kann ich 7 Tränke mitnehmen jetzt? Das ist aber nett. Trankherstellung. Großer Gesundheitstrank. Herstellen. Sehr gut. Glaub, mehr kann ich nicht mitnehmen. So, voll in die Phrase. Da war auch irgendwas Rebellisches. Das sieht aber wie ein größeres Lager aus. Und der Außenposten ist ja in die Richtung. Würde ich sagen, statt mal dem kleinen Besucher. Noch ein Rebellenaußenposten. Ja, und noch ein Dickhornschaf. Beziehungsweise ein ehemaliges. Ein kürzlich verstorbenes. So, achso, habe ich ja rastlos aufgefüllt. Komplett aufgefüllt. Ich sollte auf die Wachen aufpassen. Ich wusste es. Oh, da ist jemand! Wo? Ich sehe niemanden. Ihr, wie wir das regeln? Augen auf. Indem ihr sterbt. Ich greife jetzt an. Ich greife auch an. Mal sehen, wer erfolgreich ist. Das muss der Anführer des Außenpostens sein. Scheint die beste Ausrüstung zu haben. Boah, macht Sinn. Hi. Und bye. Nein, Aloy, mach doch sowas nicht. Es kostet so viel Waffenausdauer. Boah. Wo hast du denn das schöne Glühschwert hier? Wieso bist du schon tot? Bist du tot? Er ist tot. Wie ist das passiert? Ein Schlüssel. Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Schloss ist. Ja, werden bestimmt was finden. Her mit dem Zeug. Her mit dem Zeug. Schloss. Mit dem Schlüssel kann ich bestimmt die Truhe öffnen. Goldbarren. Noch mehr geheimnisvolle Marken. Ich nehme sie erstmal an mich.
Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Wir kümmern uns um sie. Schön die Streitkräfte ausmerzen. Dieser Außenposten macht keinen Ärger mehr. Na, das war doch nicht so viel. Viel leichter als einen Langhals zu besteigen. Ja, Metallscherben braucht man auch wie blöd. So, aufsammeln. Das ist Reserve. Donnerkiefer-Areal voraus. Können wir auch noch aufdecken. Vor allem das Reinholz brauchen wir auch. Her damit. Und her damit. Ist zumindest Vorratslager mal wieder ein bisschen aufgefüllt. Eule. Voll in den Flügel. Oh, auch nur grün. Haben wir was Besseres erhofft. So. Ja, sehr viele Beeren. Was bist du denn für ein Donnerkiefer? Ein starker, ein schwacher Nabelschwein und zwei Eulen. Oh, episch. Na, alle Farben vertreten, bis auf Gold. So. Noch eine Eule. Kämpfen möchte ich gerade nicht unbedingt gegen den. Ja, irgendwann Überbrückung von dem. So. Da war der Unterschlupf und da war noch das Fragezeichen. Und dann geht man mal die Quests noch ab. Schön hier auf dem Gipfel. Da ist noch ein Lagerfeuer markiert. Wo wollte ich hin? Hier zu dem Fragezeichen eigentlich, dachte ich. Ja, müsste hinter mir sein. Oder? Fragezeichen. Nein, ich sehe es doch. Hä? Unter mir? Wir werden es finden. Fallen! Ui. Mit Stil! Stilvolles Fallen. Kenne mich damit aus. Sieh. Achso, beim Langhals haben wir jetzt so einen Grünglanzklumpen liegen lassen. Ah, das scheint eine Stadt zu sein. Ich dachte, ich könnte ihn nur ausschalten. Hui. Felswacht. Hi, Jungs. Was habt ihr für mich? Ah, wieder ein göstliches Gericht. Habe ich nicht noch welche? Hier kannst du deine Waffe wegstecken. Vertrauensvoller Handel. Ja. Was hast du denn? Land und See, da fehlt mir aber Kaltwasserfisch. Und ganzer Schneevogel, huiuiui. Steilgebirgsschaf, klingt doch lecker, her damit. Deine Bemalung wird für sich sprechen. Mögen deine Feinde fallen. Ja, ich brauche keine Bemalung. Sei denn, es gibt eine richtig coole, die ich wieder für eine Episode benutze. Einmal speichern. Dann können wir die Quest noch annehmen, bevor wir die andere abgeben. Meine Chance. Hast du was Gutes? Genauer Scharfschussbogen. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Könnte ich mir sogar kaufen. Ich will einen besseren. So, Werkbank. Neue Quest da drüben. Oder da unten. Naja, ihr passt besser alle auf, was ihr sagt. So, hi. Ja, ich hab Zeit. Du bist Ayla, richtig? Korrekt. Ich hörte, du kamst Regaler bei Fahrlicht in die Quere. Ja. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und dem Dorf. Ja, was muss ich tun? Im Westen fanden unsere Leute immer Zuflucht vor Panzerwanderern und Kletterkiefern. Doch und jetzt? Lauern diese Mördermaschinen hier. Auf jeden Fall Krallenschreiter. Ach, nix leichter als das. Ich habe Gerüchte über Schlimmeres gehört. Noch Schlimmeres. Marschall Chikata um Hilfe gebeten. Warum jetzt nicht mehr? Getötet. Das erklärt's. Jetzt bin ich alleine und es gibt nicht mehr genug erfahrene Soldaten. Dann würde ich mal Babys zeugen und ihnen Kampf schicken. Was denkst du, hast du Lust auf eine Jagd? Ja, natürlich. Nicht unbedingt jetzt. Komisch. Chikata sagte dieselben Worte auf dieselbe Art. Ein gutes Omen, denke ich. Ja. Zufälle sind verrückt. Des Waldes im Westen. Wir werden jagen. Ich freue mich auf die Gesellschaft. Ebenso. Mach's gut.
So, eine denkwürdige Jagd. Hoffentlich gibt die mir nicht so viel zu denken. So, hier haben aber keinen der Rüstung verkauft. Ein bisschen komisch. Vielleicht halten die nichts von Schutz. So, Schnellreise hierhin. Nicht zu meinem Vorrat, sondern zu dem Lagerfeuer. Einmal reisen. Auf jeden Fall. So, dann schauen wir mal, was wir alles abgeben können. Einmal fortfahren. Und einmal Quest. Das ist sie. Oh, der hat Gerüchte. Die hat Gerüchte. Hi. Ja, Stärke sei auch mit dir. Nein, ich wollte doch nicht schnell speichern. Ich wollte mir den neuesten Klatsch und Tratsch anhören. Mit einem Glückstreffer seine Kanone abgebrochen. Hi. Super. Ja, erzähl einfach, was du zu erzählen hast. Hör auf anzugeben. Es gibt Berichte von Rebellen in der Gegend. Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht. Sehr gut, danke. Wir sind nicht genug, um uns um sie zu kümmern. Du musst da draußen vorbereitet sein. Gesundheit. Danke fürs Bescheid sagen. Danke, tschüss. Nächstes Mal gerne auch nur eine SMS. Vielleicht kann ich den Tenakt mit den Rebellen helfen, wenn ich die Zeit habe. Wenn ich die Zeit habe, so. Na, wie geht's? Komm, wir handeln. Mit Jägerin handeln? Ach, weil das markiert war. Scheiße. Kann ich die Aufgabe abbrechen? Ja, ich weiß, ich wollte den Balkstoß Stachelwerfer. Kann ich den vergleichen? Ankerstachelwerfer, der macht... Ja, es geht. Aber den... Achso, gegen den Seilwerfer. Hä? Das ist doch ein Stachelwerfer. Ist doch was anderes als ein Seilwerfer. Hammerstoß, Bolzenschießer. Soll ich den wirklich kaufen? Es gibt bestimmt bessere. Okay, Quest abgeschlossen. Was soll's. Feuerreißhorn. Hier können wir auch noch ein bisschen... Braucht man noch einen Langhals... Rebellen Außenposten, okay. Lehrmeister braucht man nicht. Reliktruin. Irgendwo war noch einer abzugeben. Der nicht. Irgendwo hier. Begib dich zum Tunnel vielleicht. Hier, Jagd gegen den Durst. Ah, das war die verbuggte Quest. Ja, ja, Schnellreisematte können wir gern verbrauchen. Die 100 Meter laufe ich nicht zurück zum Lagerfeuer. Mal schauen, ob diverse Spielneustarten jetzt was gebracht hat oder ob der immer noch rumbackt. Ich glaube, wir mussten hier ein bisschen nach unten gehen. So. Wäre richtig bescheiden, wenn das jetzt immer noch rumbackt. Hätte ich nämlich ein korruptes Savegame. Naja, müssen ja nicht gleich das kaputte Savegame an die Wand malen. So. Das verstaue ich für später. Kann viel schöne Sachen mit so langen Stöcken anfangen. Vor allem als Frau. Zum Beispiel perverse Leute hauen. Hier. Einmal schön klettern. Und vielleicht hat er sich wieder eingekriegt. Vielleicht hat er sich wieder... Ah, er ist zumindest anders positioniert. Das ist super. Ah! Mögen die Flügel der Zehen dich heimtragen, Bruder. Ich dachte, die haben nur Zehen. Ich hab die Herzen. Wir sollten nach Pfeilhand zurück. Ja, zumindest könnten wir die Soldaten bestatten. Moment, da wütende Maschinen kein Problem für dich sind. Ja. Ich will noch einmal zu dem Donnerkiefer zurück. Dort starben noch mehr Kämpfer. Ich lasse sie nicht dort. Sie verdienen auch ein... Es ist nie einfach mit dir, was? Hörst du mich? Ja. Geh voraus. Gut, dass du dabei bist. Ja. Wie ich höre, machst du lauter Ärger. Ja. Tikotis arrogantes Lächeln ist zerbröckelt wie seine Mauer. Das ist richtig. Wo bist du jetzt wieder? Was machst du da oben? Wo ist dein Gleitschirm? Wo ist denn hier der nächstgelegene Donnerkiefer? Für Wasser. Hast du mit deiner Kommandantin in Brennspeer gesprochen? Ach, bitte, die hört doch nur auf das Geräusch eines gespannten Bogens. Was das angeht, im Ernstfall wüsste ich deinen gerne auf meiner Seite. Bin nur auf der Durchreise, Dracker. Den Versuch war's wert. Schön, dass du es versucht hast. So, wo ist dein Donnerkiefer?
Sag nicht, dass ich jetzt 5 Meilen laufen muss. Wo der Donnerkiefer meinen Trupp zerfetzt hat. Tut mir leid, Raka. Sie waren Krieger, bis zum Ende. Wir sollten loslegen. Mit was? Mit was sollten wir loslegen? Da ist noch jemand am Leben. Bei den Felsen. Hi. Der Boden. Vorsicht, der Boden. Was meinst du, Soldat? Gräber. Der kommt aus dem Boden. Dann mal. Wäre schon klug, wenn du ausweichen würdest. Draka. Hab dich. Mut. Mehr Mut. Mut zu einem Bauteil. Boah. Hä? Wieso macht das kaum Schaden? Nein! Ups. Mache ich was falsch oder gibt es nur Schaden, wenn die Bauteile abfallen? Irgendwie sowas wird sein. Au. Erster. Und du bist down. Und dein Freund folgt dir gleich. Aha. So, wo ist der Donnerkiefer? Du machst die einfachen, ich mach die schwierigeren. Willst du noch mehr davon? Ich glaub, der hat genug gehabt. Kritischer Schlag. Tja, jetzt wird er noch ausgeraubt. Typischer Raubmord. Wer kennt's nicht? So. Der Donnerkiefer ist zurück. Das wird heftig. Ich dachte, das war ein Scherz. So. Mach mal kurz scannen, gegen was der allergisch ist. Die hätten hier auch Waffen fallen lassen können. Ah, Donnerkiefer können wir ausschalten. Gar kein Problem. Nein, bleib doch stehen. Wie kann so ein großes Ding so schnell sein? Ja, da bist du sauer. Bevor du zu wenig hast. Danke. Oh, und schön auf die Waffen. Dahin, wo es weht. Ich gebe mein Bestes. Komm schon. Komm schon. Die Stoßzähne sind bestimmt legendär. Viel besser war das, Aloy. Ich glaube nicht. Und nachcraften. Schon. Schwanz. Ich weich aus. Wo ist eigentlich mein Partner hier? Macht der auch was? Komm schon. Zeig mir deinen Schwanz. Schon. Ich weiß, wo du ganz berührungsempfindlich bist. Ah! Da wäre auch eine Waffe. Ja, ich hab's geschafft. Hol du das Herz des Donnerkiefers. Ich sehe nach dem Soldaten. Ja, ich loot erstmal. Ich loot erstmal. Ja, das haben wir gut gemacht. Das haben wir richtig gut hier gemacht. So. Oh, das ist. Was ist denn das? Schnellfeuerkanone. Die Luft ist dick vor Hitze. Robuste Panzerplatten, warum denn nicht? So, Kristallgeflecht. Ach stimmt, der hat ja nicht so viel wertvolles Zeug gehabt. Schade eigentlich. So, dann loot mal den Kollegen. Das wird reichen. Ich sollte nach Draka und dem Soldaten sehen. Ja, ja, gleich. Sofort. Sofort machen wir das. Ja, irgendwie ein Lachmöwe ist noch hier. Und was haben wir da?
doch was Legendäres. Das nehme ich mit. Oh, den ganzen Schweif haben wir uns reingesteckt. Aber wunderbar, dann war das das legendäre Teil. Wissen wir, worauf wir beim nächsten Mal schießen müssen primär. Oh, das Wildschwein natürlich auch. Hey, ich wollte es aufsammeln. Eine Krötenechse. Eine Waffe und Knochen mal wieder. Glaubt, das war jetzt so ziemlich alles Wertvolles. Wie geht's euch denn hier? Kriege jetzt meine Fertigkeitspunkte. Ich hab geglaubt, ich schaffe es nicht. Ja, es ist geschafft. Geschlagen. Du gehst nach Hause. Mhm. Dank ihr hier. Du warst es, der niemanden zurücklassen wollte. Ich hätte ihn zurückgelassen. Ich weiß, ich schulde dir schon einiges, aber kannst du die Herzen nach Pfeilhand bringen? Natürlich. Wir kommen gleich nach. Na klar. Passt auf. Mit dem Donnerkieferherzen bekommen wir genügend Wasser. Danke. Aber für wie lange? Für einen Monat? Für ein Jahr? Für auf Lebenszeit? So, einmal bitte schnell reisen. Ja. Haben genügend Schlafsäcke für die Schnellreise. Da müssen wir jetzt nicht ans nächste Lagerfeuer wieder gehen. Hier fortfahren. Quest abgeben, da unten. Hey, da seid ihr ja. Du bist zurück. Ah, ihr seid andere. Draka. Da ist er. Du etwas spät, Kaplan. Ich habe ein bisschen Gepäck mitgebracht. Sie hat die Maschinenherzen. Auch vom Donnerkiefer. Du hättest die Flamme sehen sollen. Hier. Zur Erinnerung an unseren ruhmreichen Aufstieg. Und danke schön. Das Kommando wird sehr erleichtert sein. Schön für euch. Bring sie so schnell wie möglich nach Brennspeer. Und sag der Kommandantin, wie viele dafür starben. Jägerin, können wir reden? Nicht unbedingt. Ich weiß von deinen Taten am Bollwerk. Jo. Das heißt, du benutzt nicht nur Bogen und Speer, sondern auch eine Art zweites Gesicht. Mhm. Besonders, wenn es irgendwie um die Alten geht. Ja. So kann man es auch sagen. Es stimmt also. Du hast meinem Clan sehr geholfen. Subi, aber danke. Probleme lassen sich nicht so leicht lösen, wie Draka meint. Dein zweites Gesicht ist genau das, was wir brauchen. Worum geht es denn genau? Nicht hier. Such mich in Brennspeer. Ich erkläre dir alles. Ich komme so bald wie möglich. Gut. Der ganze Clan braucht dich. Ja. Irgendwie braucht die ganze Welt mich. Jagd gegen den Durst abgeschlossen. Kriegt noch schöne Skillpunkte dafür. Bisschen XP. Also dafür, dass es so viel war, hätte ich gern mehr Skillpunkte. Vor allem unser Baum sieht noch nicht relativ gut aus. Wir haben eine neue Bemalung bekommen. Jetzt können wir uns auch mit Deutschlandflagge ausrüsten. Dann machen wir vielleicht mal. Ich weiß also nicht ganz, die Deutschlandfahne sieht aber fast so aus. Nicht Rebellenaußenposten. Fertigkeitsbäume. Wir können doch hier noch theoretisch das aufrüsten. Kostet 5. Ich hätte gern mal einen Baum fertig, aber ich glaube, das ist ziemlich dämlich, das so zu machen. Schneller Draht. Wirf schnell einen Stolperdraht mit dem momentan ausgewählten Typ. Ah, das hätte ich gern. Her damit. Das probieren wir beim nächsten Mal aus. Und robuste Fallenstellerin. Sehr gut. So, 3 Skillpunkte haben wir noch. Aber ich würde sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.